Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Donnerstag, den 23. November 2023, fand hier im Landratsamt in Mühldorf das Wohnungsbaugespräch zum Thema Baukonjunktur und Transformation zur CO2-Neutralität statt. Zahlreiche Gäste kamen, um sich dieses wichtige Thema anzuhören, und wir waren für sie mit dabei. Gleich zu Beginn stellte der Präsident des Bayerischen Ziegelindustrieverbands, Johannes Edmüller, die aktuelle Situation in der Baubranche vor. Im Anschluss daran richteten Landrat Max Heimerl sowie Bundestagsabgeordneter Stefan Mayer und der Obermeister der Bauinnung Mühldorf-Altötting, Peter Heiß, Grußworte an die anwesenden Gäste. Die Baubranche ist ein entscheidender Wirtschaftssektor in unserer Region. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind auch hier verbindende Elemente. Diese Branche ist ein wichtiger Teil der Lösung auf dem Weg zur CO2-Neutralität, betonte Thomas Perzel, Wirtschaftsförderer im Landkreis Mühldorf am Inn. Die Wichtigkeit hat heute dieses Plenum ganz, ganz deutlich gezeigt. Hier der Sitzungssaal rappelvoll. Wir sind da am Zahn der Zeit. Dieses Thema ist super wichtig. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir als Wirtschaftsförderung hier im Landkreis Mühldorf am Inn so eine tolle Kooperationsveranstaltung auch hinbekommen haben, zusammen mit dem Ziegelindustrieverband und mit der Bauinnung. Das ist was Besonderes und das hat hier heute sehr gut gezogen. Der Präsident des Bayerischen Ziegelindustrieverbands, Johannes Edmüller, stellte in seinem Vortrag die aktuelle Situation dar. Im Anschluss hielt Professor Dr. Ulrich Ulmer von der Technischen Hochschule Nürnberg einen Vortrag über die Wasserstofftechnik in Bezug zur Ziegelindustrie. Im Anschluss daran bot das Ingenieurbüro Wurm einen Überblick über aktuelle Wohnungsbaufördermittel. Dabei wurden verschiedene Förderprogramme vorgestellt, die Bauherren und Investoren dabei unterstützen, energieeffiziente und nachhaltige Wohnprojekte umzusetzen. Die Referenten zur aktuellen Situation in Bezug auf die Baukonjunktur und Transformation zur CO2-Neutralität. Also wirtschaftlich gesehen ist es sehr schwierig für die Mitgliedsbetriebe meiner Bauinnung, die aktuelle Krise zu bewältigen, zumal auch die Perspektiven nicht sehr vielversprechend sind. Aber wir glauben dennoch, wenn dieses Tal durchschritten ist, wird die Bautätigkeit wieder stark ansteigen und es wird wieder genug Arbeit geben für alle Betriebe. Der Knackpunkt ist nur, können wir bis dahin unser Personal behalten? Ja, der Wohnungsbau in Bayern, aber auch in Deutschland liegt leider momentan am Boden. Obwohl wir rund 700.000 Wohnungen aktuell bräuchten, ist durch den Wegfall der Förderungen und der Förderkulisse der Mut der Bauwilligen auf praktisch null zurückgesunken. Und deswegen ist wichtig, dass wir hier eine Umkehr stattfinden lassen. Darum haben wir heute auch so Punkte drauf gehabt wie Fördermittel oder Förderberatung, die eigentlich wieder ganz gut aussehen, aber es weiß irgendwie noch keiner so richtig. Und jetzt mit dem aktuellen Thema des Haushaltsstopps oder beziehungsweise des Verfassungsgerichtsurteils ist natürlich, gibt es momentan etwas Unsicherheit, aber das wird sich wieder legen, da bin ich mir sicher. Ja, es waren spannende Vorträge. Bei mir ging es darum, wie Wasserstoff für die nachhaltige Bauwirtschaft eingesetzt werden kann. Und da geht es hauptsächlich darum, den Energieträger Erdgas durch den nachhaltigen Energieträger Wasserstoff zu ersetzen, um damit zum Beispiel Ziegel herzustellen. Ja, einfach um CO2-Emissionen zu senken und dadurch eine nachhaltige Bauwirtschaft zu etablieren. Kann man dann da auch von zukunftsweisenden Ansätzen sprechen? Auf jeden Fall. Wasserstoff ist ein großes Zukunftsthema. Das ist eine Hightech-Branche. Und es gibt noch nicht so viel grünen Wasserstoff. Das heißt, in der Zukunft müssen wir dafür sorgen, dass es davon viel gibt. Ja? Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein großes Zukunftsthema. Auch dem Landtagsabgeordneten von Mühldorf am Inn, Sascha Schnürer, liegt die Baubranche sehr am Herzen. Ich war zunächst einmal nicht so überrascht, aber die Zahlen sind dann doch beklemmend. Was der Obermeister heute gesagt hat, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer am Bau derzeit einfach Probleme haben und in Kurzarbeit sind. Und gleichermaßen habe ich dann einen schönen zweiten Vortrag heute gehört, wo es eben um das Thema Finanzierung gegangen ist. Und das stimmt dann schon wieder Hoffnung und das sieht, dass wenn man solide, vernünftige Politik ja auch macht, und das haben wir mit unserem Wohnungsbauprogramm ja gemacht in der Bayerischen Staatsregierung, und es gibt einfach Hoffnung, wenn man dann sieht,
dass man doch jetzt halt noch schafft, dann auch mit 1,5%, vielleicht auch 2%. Ja, das ist für mich so im Moment die Schallmauer, Wohneigentum zu finanzieren. Das ist ein wichtiges Signal und ich hoffe, dass die vielen mittelständischen Bauunternehmer, die heute da waren, dass die eben genau diese Informationen auch mitnehmen und diesen Schwung. Das Resümee der Veranstaltung war, dass sich viele viel mehr Unterstützung von der Politik wünschen. Auf jeden Fall verlässliche Aussagen der Politik, ganz wichtig, eine Kontinuität in der Politik und die entsprechenden Fördermittel, damit auch speziell diese Wohnungen, die benötigt werden, gebaut werden können und Investoren da sind, die diese bauen. Weil nur ein Mietpreisdeckel wird keine Wohnung schaffen, sondern wir brauchen Geld, um Wohnungen zu bauen. Und welche Themen nehmen Sie denn selber jetzt auch mit aus diesen ganzen Vorträgen? Was war für Sie heute, ich sage jetzt mal so, die Kernaussage? Mannigfaltig. Also wir haben ja auch ganz explizit verschiedene Themen angesprochen. Ich glaube, das Wasserstoffthema ist ein Thema, da haben wir heute sehr viel auch Neues gelernt, aus erster Hand von einem wirklich renommierten Professor auf diesem Gebiet. Das war für mich auch sehr, sehr interessant, weil das ist auch eines der Themen, die wir auch hier im Landkreis natürlich angehen wollen. Da haben wir viel gelernt, aber auch vielleicht so diese positive Meldung zum Schluss, dass der Weg zum Eigenheim jetzt zwar immer noch steinig ist, in der jetzigen Zinsphase erst recht, aber vielleicht nicht ganz unmöglich ist. Das ist vielleicht diese positive Nachricht des Tages. Die Veranstaltung bot somit eine gute Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und mehr über die Zukunft des Bauwesens im Hinblick auf CO2-Neutralität zu erfahren. Wie Sie sehen konnten, bot die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und mehr über die Zukunft des Bauwesens im Hinblick auf die CO2-Neutralität zu erfahren. Wir hoffen, Ihnen hat unser Beitrag gefallen, wünschen Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihre Nicola Koska.